So, ich hoffe, man versteht mich noch einigermaßen. Also die Kamera ist windstabiler, als ich immer denke. Aber ja, dafür hat Evelyn einen guten Ton. Irgendwer von uns muss den guten Ton haben. Folgendes. So sieht jetzt meine Kartenskizze aus. Die ist jetzt noch nicht besonders aussagekräftig, sondern enthält lediglich eben in der... Und da fliegt sie auch schon davon. Sondern enthält lediglich in der Mitte eben entsprechend einen Punkt, ein X für eben den Lagerplatz als solchen. Dann habe ich diese Rückgasse hier, diesen Weg markiert. Ja? Dieser Weg ist eingezeichnet. Der dürfte als Basisorientierungslinie dienen. Also für Leute, die keine Ahnung haben von Waldorientierung, das meine ich jetzt auch nicht böse, das gibt's ja. Ist ja überhaupt kein Problem, also macht man alles das erste Mal, wenn man es also noch nicht oft gemacht hat, überhaupt keine Schande. Was man auf jeden Fall in meinem Kopf behalten sollte, wo ist die nächste Vorstraße? Wenn man sich im Wald fortbewegt, dann tut man es ja meistens auf Vorstraßen, meistens, oder halt kleinen Wanderpfaden, dann ist es auch okay. Die sind oft ziemlich schnurgerade und gehen einmal quer durch die Landschaft und man kann die also quasi als Basislinie der Orientierung verwenden. Dass man sich also merkt, wenn man vom Weg runter geht, bin ich hangabwärts oder hangaufwärts vom Weg runter. In diesem Fall ist beides so ein bisschen Hangneigung, weil wir uns hier mehr oder weniger auf dem Bergrücken befinden, also auf dem höchsten Punkt. Der wird da hinten natürlich noch mal einen Ticken höher, aber sobald man ein Stück in die Richtung geht oder ein Stück in die Richtung, dann kommt man weiter runter. Das ist also von daher relativ einfach, wenn man sich merkt, wenn du hochgehst, kommst du zum Rücken, auf dem Rücken liegt der Weg. Ich bin jetzt zu blöder Kartograf, um das wirklich schön einzuzeichnen. Ich bin überhaupt kein Kartograf, genau genommen. Aber das wäre jetzt erstmal die wesentliche Erkenntnis, wenn man jetzt hier in dieser Region versucht, sich zu orientieren. So, dann geht es da hinten noch einen Ticken höher, offensichtlich. Und wenn wir da hinten vom höchsten Punkt zurück zum Lager wollen, wollen wir also entsprechend runter. Also solche Hangneigungssachen ist das Beste, wenn man sich in Hangneigung einprägt. Man könnte ja auch sagen, rechts vom Weg Lager, links vom Weg nicht Lager. Das Blöde ist nur, wenn du aus der anderen Richtung kommst oder wirklich mal völlig die Orientierung verlierst und gar keine Ahnung mehr hast, aus welcher Richtung du überhaupt kommst. Das kommt auch vor. Das ist alles schon da gewesen. Das ist auch keine Schande. Das ist jedem schon mal passiert, würde ich behaupten. Zumindest jedem, der mal viel im Wald unterwegs war, hatte auch mal so ein Aussetzer-Moment. Und dann die Hangrichtung, die ist immer noch richtig. Rechts oder links, kann sich halt eben umdrehen, je nachdem, in welche Richtung man guckt. Und das wäre schon mal so die erste Sache, die man sich dann merken sollte. Gut, jetzt habe ich noch außerdem eingezeichnet, hier die Rückgasse. Die ist zwar kaum zu erkennen, aber es gibt hier links und rechts jeweils, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich hoffe, so eine kleine Spur, so einen kleinen Rest von Maschinenspuren, also sprich, dass da mal irgendwas mit großen Rädern entsprechend drin rumgefahren ist. Und ja, was wir jetzt tun, ist eben die nähere Umgebung etwas auskundschaften und mal schauen, ob wir hier noch irgendwas Interessantes finden. Ich gehe dann auch gleich noch ein bisschen in die andere Richtung. Das hier ist markant. Das ist definitiv markant und eine Kartennotiz wert. Ne, den erkennt man wunderbar. Und vor allen Dingen, was man auch immer gleich im Hinterkopf behalten sollte, wenn man so eine Gegend auskundschaftet und sich da eine Karte erstellt, also würde ich zumindest empfehlen, ich habe mir auch schon fürs Förstern teilweise auch mal ein paar Notizen in die Karte gemacht, da hatte ich allerdings schon eine Karte und habe mir dann lediglich markante Punkte noch eintragen müssen. Jetzt habe ich noch nicht mal eine Karte und muss mir alles selber malen, aber sowas ist natürlich sehr markant. Und das ist vor allen Dingen auch dann markant, wenn es dunkel ist. Weil wenn du eine halbwegs brauchbare Taschenlampe dabei hast, wir haben auch noch eine Taschenlampe übrigens, also die war jetzt nicht in der Ausrüstungsliste dabei, aber ohne Lampe geht man nicht nachts in den Wald, das ist dumm. Jedenfalls, den kann man wunderbar anleuchten. Wenn man den sieht, weiß man entweder, wenn man vielleicht keine Ahnung mehr hat, wo in welche Richtung man läuft. Man könnte sich halt einfach einzeichnen, der ist rechts vom Weg, beziehungsweise auf dieser Seite vom Weg, dann ist das Lager auf der anderen Seite vom Weg. Also wenn ich von hier komme, dann ist er rechts, wenn ich von da komme, dann ist er links, aber dann weiß ich, das Lager ist auf der anderen Seite grundsätzlich. Und deswegen wäre das wichtig, sich dann sowas einzuzeichnen. Außerdem ist er jetzt nicht weit entfernt von der Rückegasse, die sich da befindet. Und das Lager ist, wenn man jetzt direkt vom Weg aus parallel reinläuft, vielleicht 10, 12 Meter weiter. Ja, und dann kommt man auch direkt hin. Das ist also schon ein guter Punkt und ein wichtiger, markanter Punkt, der auf die Karte muss. Also trage ich den mal nach.
Wenn so ein toter Baum in der Landschaft steht, dann hat er meistens nebendran auch entsprechendes Holz rumliegen. Und da kann man, gerade wenn man wenig Werkzeug hat, teilweise auch schon natürlich vorgefertigte sozusagen, Bretter finden, sowas wie das hier. Ja? Also das ist schon schön eben, da könnte man sich jetzt irgendwie ein Vesperbrettle mitmachen, eine Sitzbank mit ein bisschen mit improvisieren. Das hebt natürlich nichts, das ist mechanisch nicht stabil, aber man hat trotzdem eine ebene Fläche. Und wenn man sich davon ein paar auf den Boden legt, dann hat man eine schöne, bequeme Sitzfläche. Ja? Also im Sinne von, da wir ja noch vorhaben, die Gemütlichkeit unseres Lagers zu erweitern, werde ich das mal mitnehmen. Und am Wegesrand deponieren, falls ich das dann nachher noch mitbringen will, um Frau eine Freude zu machen. Das wäre dann wenigstens ein kleines bisschen was, was Interessantes, um den Komfort zu erhöhen. So, und das hier ist jetzt die aktuelle Karte. Die Mitte markiert wieder das Lager. Dann habe ich jetzt mal schraffiert. Ich habe versucht, von links unten nach rechts oben zu schraffieren für den alten Fichtenwald. Das ist dieser hier. Ja, und dann befindet sich hier der Übergang, da stehe ich gerade, zum Jungwald, ja, den ich versucht habe, in die andere Richtung zu schraffieren. Ansonsten seht ihr rechts unten in der Ecke auf dem Kartendingens, das soll Hang heißen. Das heißt, die Hangneigung ist, wenn man rechts vom Weg runter geht, also so rumgeguckt rechts vom Weg runter geht, ist die Hangneigung dann irgendwann nach unten. Der tote Baum, den habe ich inzwischen eingezeichnet, der ist hier unten auf der linken Seite zu sehen. Und habe noch auch darauf hingewiesen, dass die Straße hoch in die Richtung hoch entsprechend verläuft. Und wenn man jetzt hier da reinläuft, dann geht der Hang auch entsprechend runter. Also das ist alles jetzt momentan der aktuelle Stand der Notierung. Damit sollte man sich meiner Meinung nach schon einigermaßen grob in diesem Gelände zurechtfinden können. Ich gebe zu, es ist wirklich grob, aber ich bin halt kein großer Kartenzeichner. Und ich gehe jetzt mal da hinten hoch. Da hinten gehe ich hoch und guck mal, was da ist. Vielleicht finde ich da noch irgendwelche krassen Ressourcen. Später gehe ich dann auch noch Beeren sammeln. Ja? Also noch habe ich keine Beeren großartig viel gesammelt, gebe ich dazu. Wäre auch ein schönes Plätzchen, um Beeren zu suchen. Da hat es wieder Fingerhut. Also nochmal vergiftete Pfeile fürs Blasrohr herstellen, tendenziell überhaupt kein Problem. Und bevor sich jetzt schon mal jemand aufregt, falls ihr es nicht schon getan habt, das mit dem Blasrohr, das ist mehr so ein symbolischer Blödsinn, um dann hinterher dazu noch was zu erklären, ja, wenn es fertig ist. Es geht erstmal einfach nur um den Spaß beim Machen und dann darum, dass ich eben erklären will, dass das überhaupt keinen Sinn ergibt. So, aha, hier haben wir einen Tümpel. Ja, das scheint mir ein ziemlich langweiliger Tümpel zu sein. Kann ich keine Einwohner irgendeiner größeren, brauchbareren Art feststellen, leider. Okay, ja, erstaunlich langweilig, dann gehen wir weiter. wäre noch eine interessante Sache, sowas, das dann theoretisch auch auf der Karte zu vermerken, aber die ist schon wieder zu klein. Ich bin hier schon aus dem Maßstab rausgelaufen. Hätte ich halt vorher wissen müssen. Ja, egal, jedenfalls, sowas könnte man sich dann schon einzeichnen, falls man irgendein Wasser braucht, ja. Irgendein Wasser im Sinne von zum Löschen, zum keine Ahnung was, zum was nass machen, zum bisschen was wegspülen, auch wenn das eine ziemliche Dreckbrühe ist. Bisschen was wegspülen könnte man damit wahrscheinlich schon. Irgendwie sowas in diese Richtung. Gut. Jetzt. Hier haben wir jetzt auch mal wieder Tanne.
Hier jetzt auch mal auf erreichbarer Höhe Tanne. Die sieht so gar nicht gut aus. Da mag ich mich jetzt auch nicht bedienen bei der. Aber grundsätzlich, oh, hier Blaubeeren. Oh, das ist aber praktisch. In Sammelhöhe. Oh, das ist ja praktisch. Okay, da kann ich jetzt mal ein paar mitnehmen. Ja, dann sammle ich mal Blaubeeren. Und das müsst ihr jetzt nicht groß mit angucken. So, also in dieser Richtung bin ich, glaube ich, fertig. Da gehe ich jetzt lieber zurück und schaue mal noch in die andere Richtung vom Weg ein bisschen. Weil hier haben wir mehr oder weniger recht einheitliche Vegetation. Das ist an sich eine schöne Vegetation, da gibt es wenig zu meckern. Und wir haben hier natürlich auch einiges an Waldschäden jetzt hier gerade. Also wenn ihr da mal gucken wollt, die Bäume, die ganzen Buchen da, die sehen alle ziemlich schlimm aus. Das ist hier auch ein recht trockenes Eckchen. Auch gerade der Boden hier an sich ist sehr, 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 sehr trocken. Und ja, da haben die wenigen, die zwar erleichternden, aber die wenigen Regenfälle der letzten Zeit natürlich auch nicht ganz ausgereicht, um hier jetzt für eine deutliche Verbesserung der Buchensituation zu sorgen. Die Tannen sehen tendenziell da hinten noch etwas besser aus. Tannen sind also offensichtlich, und das wusste ich auch schon vorher, etwas trockenheitsresistenter als die Buchen. Vielleicht ist die Situation auf der Seite vom Hang auch ein bisschen besser. Ich weiß es nicht. Aber das ist alles mehr so Akademisches. Das hat jetzt nichts mit unserem Survival-Gedönse zu tun. Und ich gehe jetzt wieder zurück Richtung Lager. Das waren jetzt bloß mal so 300 Meter oder was ich jetzt gelaufen bin. Mehr war das gar nicht. Und vielleicht 400. Und dann gucke ich noch mal in der anderen Richtung, ob ich da noch irgendwas Interessantes finde. Und ach so, Beeren habe ich gesammelt. So, da habe ich noch was Essbares gefunden. Das hier ist ein kleiner, große gibt es leider nicht, Breitwegerich. Und der hat hier diesen, das darf ich glaube ich in diesem Fall kurz abnehmen, Fruchtstand. Die sind noch nicht reif, könnte man aber so jetzt schon auch essen. Also ich habe es euch zumindest mal zeigen können. Ne? Also wenn die schwarz sind, also so schwärzlich, bräunlich, dann sind das durchaus schmackhafte, essbare Samen, die relativ viel Öl enthalten. Und als Survival Food sind die durchaus ein Thema, insbesondere weil Wegerich-Arten, sowas hier zum Beispiel, Kosmopoliten sind. Das heißt, die kommen fast überall auf dem Planeten vor. Und wie der Name schon sagt, wachsen die super gerne auf irgendwelchen Wegen. Es gibt die mit länglichen Blättern, es gibt die mit kürzeren, breiteren Blättern, dann eben der Breitwegerich. Ich würde euch an der Stelle hoffentlich, wenn ich dran denke, ein paar Bilderchen dazu einblenden. Und hier stehen überall ein paar, aber wirklich viele sind es jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, das mit dem Wind, das nervt. So, und ja, das also eben dieser Fruchtstand, der dann irgendwann diese Samen aufweist. Man kann die Blätter auch essen, und die gesamte Pflanze hat, obala, die wundersame Eigenschaft, dass, wenn man die Blätter ein bisschen verreibt, ich brauche das jetzt, ja, ich rupf das nicht nur ab aus Spaß an der Freude, ich nehme die ganz mit ins Lager und zeige euch das, weil ich habe hier einen Mückenstich mit der Jugend tatsächlich ganz ordentlich. Die wirken leicht histaminblockend, heißt also, dass ja, die haben so eine Anti-Juck-Reizwirkung. Also wenn man sich mit Brennnesseln gebrannt hat, wenn man sich mit Mücken angelegt hat, wenn man von der Bremse, von der Wespe, von wem auch immer gestochen wurde, für viele dieser Gifte, die es da eben im Tierreich so gibt, die juckend wirken, wirkt das Zeug ein bisschen Juckreiz lindernd. Ja? Also man muss auch schon dran glauben, wenn man die Wirkung überhaupt nicht dran glaubt, dann gibt es auch keine Wirkung. Wenn man sehr dran glaubt, dann gibt es ein bisschen mehr Wirkung. So ungefähr funktioniert das. Ich zeige euch das, wie gesagt, nachher im Lager, aber im Wesentlichen muss man die Blätter einfach ein bisschen klein reiben. Wer möchte, kann sie auch ein bisschen ankauen. Das ist ganz gut, weil der Speichel noch ein bisschen hilft, die Blattzellen so ein ganz kleines bisschen anzuzersetzen und anzufeuchten, und dann treten die entsprechenden Inhaltsstoffe, die eben diese juckreizlindernde Wirkung haben, ein bisschen besser hervor.
Aber ja, es gibt auch Leute, die schmieren sich das Zeug auf blutende Wunden. Das halte ich für völlig übertrieben und sogar falsch. Aber auf geschlossene Hautverletzungen, auch theoretisch auf ganz leichte Verbrennungen, könnte man auch mal versuchen, ob man da nicht ein bisschen Wegerich drauf macht. Und oh, guck mal, da drüben haben wir noch ein bisschen einen besseren Blütenstand. Hier, den da. Ja, den muss ich jetzt leider auch, sonst kann ich euch den nicht gescheit zeigen. Ja, das ist schon das ist natürlich nicht viel, aber wenn man ganz viel Wegerich findet und mit geringem Kraftaufwand an das Zeug rankommt, dann ist es wenigstens ein bisschen was und außerdem ist es halt eben eine Arzneipflanze. Also insgesamt schon eine ganz, ganz praktische Sache mit diesen Wegerichs. Ne? Und die gibt es halt wirklich überall. Ich musste jetzt ein Stück den Weg entlang laufen, weil tatsächlich da oben mal keine waren. Aber normalerweise stolpert man da alle 30 Meter mindestens mal über ein kleines Feld davon. Und ob es jetzt spitzwegerig, breitwegerig ist, gerade egal. Jo, Löwenzahn hatte ich auch noch gefunden. Ansonsten da hinter mir immer noch Perlgras. Ist nutzlos, ja. Das Problem mit den Gräsern ist, theoretisch haben ja fast alle Gräser theoretisch essbare Samen, aber die sind bei den normalen Wildgräsern einfach so winzig, dass man sich dumm und dämlich sammelt, wenn man versucht mit Grassamen, bis auch bei wenigen Ausnahmen, wo ein kleines bisschen was zusammenkommt, nennenswerte Kalorien zusammenzukriegen. Und selbst wenn die Samen erstmal ein bisschen groß aussehen, ja, und man erstmal eine gewisse Menge, eine Handvoll von diesen Körnchen zusammenbekommt, da muss man immer noch im Hinterkopf behalten, dass es sich ja bei den meisten Gräsern, wie beim Weizen auch, um etwas handelt, wo man erst die Spreu vom Weizen eben entsprechend trennen muss. Und deswegen, wenn man Wildgräser essen möchte, dann futtert man vor allen Dingen jede Menge von der Spreu, ganz, ganz wenig vom Korn. Das Korn ist zwar wirklich verdaubar für uns und liefert uns auch wertvolle Energie, wertvolle Stärke vor allen Dingen, nur das lohnt sich hinten und vorne nicht, auf die Masse gesehen. Ne? Ja, jetzt sitze ich zwar gerade ganz gemütlich, aber ich glaube, ich sollte weiter. So, ich bin in die andere Richtung unterwegs, wieder am Lagerplatz vorbei und wollte mal schauen, ob ich hier noch irgendwelche interessanten, markanten Dinge in der Landschaft finde. Oh, ein Grenzstein. Ah, auch ein seltenes Vergnügen. Die sind oft so überwuchert, dass man sie einfach nicht mehr wiederfindet, sind im Grunde sehr, sehr wichtig, weil es sonst sehr schwierig bis unmöglich ist und man sich teilweise erst einen Vermessungsbeamten zur hochamtlichen Vermessung der Landschaft bestellen muss, wenn man zum Beispiel ein Waldgrundstück kaufen will oder eins besitzt und mal wissen möchte, wo exakt eigentlich die Grenze ist. Weil das siehst du im Wald so erstmal nicht. Und gut, früher gab es da häufiger Streitigkeiten, wenn man halt eben nicht wusste, wem gehört jetzt speziell dieser Baum, wenn zum Beispiel ein wertvoller Baum gewesen ist. Und ist der jetzt nun schon drüben oder ist der noch drinnen und so weiter. Und deswegen war es früher durchaus wichtig, dass der eigene Nachwuchs, der mal den heimischen Wald erben sollte, gerade bei Wald war das wichtig, weiß, wo die Grenzsteine stehen. Und da gibt es ja den Begriff, auf den Grenzstein gestoßen werden. Das ist so ein Sprichwort, ein sehr seltenes und wird heutzutage wenig verwendet, würde ich mal behaupten. Aber das bedeutet, dass da tatsächlich, das war damals wohl so üblich, der Vater mit dem Sohne größtenteils in den Wald gegangen ist und den Sohne dann auf den Grenzstein geschubst hat. Ich sage jetzt mal nur geschubst, jetzt nicht den Kopf genommen und puff gemacht. Oh, scheiße. Jedenfalls wurde der tatsächlich auf den Grenzstein gestoßen, damit er etwas wirklich nicht vergisst und sich etwas tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich einprägt und dann hinterher weiß, wo die Grenzsteine eben entsprechend sind. So, auch das keinerlei Survival nutzen. Aber in dieser Pfütze nun haben wir ein paar Kaulquappen. Ja, theoretisch. Das ist wirklich eine sehr theoretische Angelegenheit. Ja, ja, da sind welche unterwegs, die sind auch schon recht weit entwickelt. Sind die essbar? Ja, also theoretisch. Nur theoretisch. Nein, auch praktisch sind die wirklich essbar.
nur die schmecken halt ziemlich widerlich. Ja? Also das wäre jetzt halt so was Typisches für einen Nähberg oder irgendjemand, der sich ähnlichen anerzogenen, wie er es immer genannt hat, anerzogenen Ekel entsprechend abtrainiert hat und gelernt hat, dass Dinge, die vielleicht eklig aussehen, aber in Wahrheit essbar sind, sehr wohl als Survival Food taugen. Für den könnten jetzt solche Kaulquappen eventuell etwas sein, womit ich jetzt notgedrungen theoretisch 5 essbare Dinge gefunden hätte, mit den Kaulquappen mit eingerechnet. Ich hoffe doch sehr, dass mir noch irgendwas anderes einfällt an möglichen essbaren Dingen und ich die Kaulquappen nicht zwingend wirklich in die Liste aufnehmen muss. Ja, aber es wird ansonsten schwierig, es sei denn, ihr lasst mir zum Beispiel Tannennadeln für einen Tannennadeltee als essbar durchgehen, weil theoretisch sind die da schon. Und ich habe Massen von Blaubeeren hier in der Gegend. Im Grunde habe ich mehr Essbares auf dieser Tour gefunden als bei jedem anderen Survival-Training jemals zuvor, weil man wirklich komplett das gesamte Training nur mit Blaubeeren und Erdbeeren, Walderdbeeren gibt es ja auch wirklich massenhaft dieses Jahr, bestreiten könnte. Ja, aber ja, es fehlt mir ein bisschen an alternativer, sonstiger Notnahrung. Das Problem ist, dass wir uns hier auch auf 745 Metern Höhe befinden inzwischen. Wir sind auch schon relativ hoch gestartet, also wir sind jetzt nicht sonderlich viel hochgestiegen, ehrlich gesagt. Das schränkt auch nochmal die Möglichkeiten einfach ein bisschen ein. Wir haben hier eine gewisse Bergvegetation, die ist schon durchaus nicht ganz unartenreich, insbesondere wenn es dann zu helleren Fleckchen am Boden kommt, zu Sonderstandorten kommt, dann zu solchen Felslandschaften beispielsweise, die es dann im Gebirge hin und wieder mal gibt. Aber das sind auch halt eben nur so Besonderheiten, die man erstmal irgendwo haben muss. Und diesmal kenne ich das Gelände nicht und weiß halt eben nicht, ob es so eine Besonderheit irgendwo gibt. Ja? Und solange es die nicht gibt, wären Brombeeren noch ein Thema. Die sind zum Beispiel hier jetzt drin. Die sind aber noch nicht reif. Brombeerblätter kann man theoretisch auch essen. Vor allen Dingen kann man sich daraus auch einen Brombeerblättertee machen. Wer das gerne mag, das ist durchaus eine valide Sache und schmeckt den entsprechenden Leuten, ich bin ja immer bei sowas wahnsinnig pingelig, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, aber den entsprechenden Leuten schmeckt das sehr, sehr gut. Ja, aber auch das ist streng genommen eben kein wirkliches Nahrungsmittel, weil einem das nicht wirklich Kalorien zuführt. Allerdings, der Brombeerblättertee würde ein bisschen Vitamin C, also Ascorbinsäure, entsprechend enthalten. Und das ist auf jeden Fall auch was Gutes. Ja. Also auch so in dem Bereich, satt macht's dich nicht, aber sinnvoll zu konsumieren ist es schon bis zu einem gewissen Grad. Wobei Blaubeeren auch entsprechend Vitamin C enthalten, so ist das ja nicht. Ja, mal gucken. Ich guck mal da vorne noch, ob ich da noch irgendwas Spannendes finde. Und dann wollte ich da hinten im Wald noch mal gucken, ob es da noch irgendwelche markanten Punkte gibt, um in die Karte einzeichnen, weil hier bin ich gerade noch so im Kartenbereich. Aber mach zwischendrin noch mal die Kamera aus.